Bremerhaven, hier ist Heike von Stamping and More und hier ist nun endlich das Ankündigungsvideo für den Workshop to go für Mai. Es sind wieder zwei Projekte, die wir machen. Das erste Projekt ist eine kleine Verpackung mit dem transparenten Mini-Geschenkschachteln. Hier seht ihr, wie die fertig aussieht. Ihr habt Designerpapier, ihr habt Farbkarton dabei, ihr habt die Schachtel, Blue Dots sind dabei, die Anleitung, wie ihr die Schachteln faltet, ist alles dabei. Und das Einzige, was euch eben halt fehlt, ist diese Deko oben drauf. Das heißt, das Papier als solches ist da, aber ihr müsstet eure Blumenstempel oder was ihr auch immer habt, nehmen zum Dekorieren. Ich zum Beispiel habe jetzt hier mit dem Stempelset Florale Freude gearbeitet. Da gibt es die passende Stanze zu. Den Blätterzweig gab es ja auch noch, den gibt es leider nicht mehr, den nicht mehr zu bestellen. Der ist aus dem Katalog raus. Aber dieses Florale Freude wird selber noch übernommen. Das heißt, ihr könnt das Stempelset im nächsten Jahr noch im nächsten Katalogstart, beim nächsten Katalogstart so bestellen. Und die Stanze gibt es dann natürlich auch noch. So, ihr könnt auch mit Gänseblümchen arbeiten oder irgendetwas anderes mit den Mohnblumen. Das ist gänzlich wurscht. Wie gesagt, Papier, Designerpapier und das ist dabei. Das zweite Projekt ist eine Karte im Scrabby Strip Technik. Die habe ich selber auch noch nie gemacht. Aber ich finde sie eigentlich ganz interessant. So sieht sie aus. Bei dem Spruch, den müsst ihr wieder aus eurem Fundus nehmen. Papier habt ihr alles dabei. Ich habe bei dem Spruch mit alles im Block gearbeitet. Das Stempelset wird auch nicht übernommen, ist aber noch bestellbar. Also wer es noch haben möchte, kann sich gerne melden. Kostet 21 Euro. Ich kann es euch gerne bestellen. So, dabei ist wie gesagt die Anleitung. Und ihr bekommt dann dieses Paket. Da ist das schwarze Papier, da ist Blütenrosa dabei, das Designerpapier. Also ihr habt im Prinzip alles dabei, was ihr braucht. So, auch in der Anleitung steht auch genau die Maßangaben, wie ihr das zu machen habt. Diesen Workshop to go habe ich komplett fertig gemacht. Das heißt, ihr könnt den ab sofort bestellen. Ich stelle unten in Infobox den Link rein, wo ihr euch eintragen könnt. Dann bekommt ihr von mir eine Rechnung und soweit sie bezahlt ist, schicke ich das raus zu euch. Und im Prinzip genauso wie beim letzten Mal, hat super geklappt und ich hoffe, euer Interesse ist dieses Mal wieder so hoch und ja, ich wünsche euch allen dann viel Spaß dabei und wünsche euch allen noch eine schöne Woche, seid kreativ und ganz wichtig, bleibt gesund, haltet Abstand und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!